Frankfurter Stumbe. Willkommen bei der Frankfurter Stumbe. Heute mit dabei der Olli. Grüß euch. Der Michael. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und ich bin. Ihr habt jetzt Zylinder auf, da denke ich, wir müssen auch ein bisschen vornehmer jetzt. Und ich bin der Andi. Wir haben einen Zylinder auf. Ja, warum haben wir einen Zylinder auf, Olli? Ja, wir feiern heute den Tag der Toten. Zum dritten Mal feiern wir den heute. Ja. Dia auf der La Muertos. Der wird den ganzen Tag gefeiert. Genau. Und wir sind auch schön geschminkt. Ja. Kann man bei YouTube sehen. Guckt es euch unbedingt an. Hallo. Okay, Oli. Jawohl. Du hast was. Ganz Leckeres mitgebracht. Ja, genau. Erzähl mal. Ja, ich habe was dabei und zwar einen echten Kubaner. Einen echten? Ja, die La Gloria Cubana Edition Alemania Fifth Avenue. Ja. So jetzt Spanisch, Englisch, Deutsch, so wie sie. Also das ist so eine Sonderedition der La Gloria. Das ist eine der Regional Editions, die Cubana halt rausbringen. Okay. Von wann ist die? Also offiziell rausgekommen sind sie 2015, aber mein Boxdate ist 2017. Ah, okay. Ja. Haben wieder betrogen, die Kubaner. Ja. Über 6.000 Kisten. Wie bei der Talisman. Ja. Okay, cool. 54 Ringmaß. Preislich bei 19,10 Euro pro Stück. Länge, weißt du, ist ganz schön lang. Ne? 17 Zentimeter. 17 Zentimeter, wow. Seit wann gehen wir hier in Zentimeter? Wir sagen immer nur Inch. Dann rechnen wir ganz schnell aus jetzt. 7 Inch vielleicht? 7,28. Ja, hört sich sehr gut an. 6,83. Ja. Meinst du? Ja, wir gucken es nach und dann. Ringmaß? 54. Okay. Riecht ganz interessant, finde ich. Hat einen sehr angenehmen Geruch. Ja. Sieht auch ganz vernünftig verarbeitet aus, gell? Ja, sieht super aus. Wenn man es so anschaut. Ist halt Figurado, ne? Nee, Torpedo. Ja. Was ist es? Torpedo läuft so an. Aber die haben doch wieder eine eigene Bezeichnung für die. Die lassen schon immer ganz lustige Namen für die für ihre Größen einfallen. Das stimmt, ja. Aber die lag jetzt 3 Jahre in meinem Humidor, unangetastet, die Kiste. Hast du noch gar nicht geraucht? Nein. Also damals schon eine geraucht. Aber fragt mich jetzt, wie sie geschmeckt hat. Wahrscheinlich gut. bin bisher noch nie mit einer La Gloria auf die Schnauze gefallen. Wir hatten vor einer Zeit die La Gloria Exclusivo España gehabt. Ja, erinnert ihr euch noch? Dunkel. Ja. Ja. Sehr kleines Format. Ah, was, also sagt er, was sagt er zum Kaltzug bei dem Jungen hier? Sehr gut. Leichter Zug. Ich schmecke irgendwas Schokoladiges raus. Finde ich. So eine Schokoladensüße. Heugras. Ich habe so ganz... Ja, Heugras habe ich komischerweise gar nicht. Ich habe eher auch so einen vanilligen, schokoladigen, cremigen, süßlichen. Beim Geruch habe ich ein bisschen Schokolade. Hm. Egal, zünden wir mal an, ne? Ja, gucken wir mal, wie die Feueraufnahme ist. Ist übrigens genau 7 Inch lang, falls es noch jemand interessiert hat. Ersten Züge sind ganz angenehm, oder? Ja, zieht super. Ja, muss ich wirklich zugeben, für einen Kubaner zieht ausgezeichnet. So typischen kubanischen Geschmack. Erde und Leder. Erde, Leder, ja. Genau das, was man auch erwartet, gell, wenn man Kubaner raucht. Mission accomplished. Also meine zieht ein bisschen schwer, leider. Hast du dir zu wenig abgeschnitten, gell? Könnte sein. Vom Zippel. Meine, so muss ich sagen, sieht super. Aber auch ein bisschen bitter direkt. Habt ihr nicht? Nee, gar nicht. Okay. Ist dir zu heiß angemacht. Kann sein, ja. Aber wo ich mir ein Streichholz extra mal gemacht habe. Du heißer Typ. Okay. Ja, gucken wir mal, wie sich's entwickelt. Ja. Ja, wie kommen wir denn dazu, Olli, dass du uns so ein feines Ding mitbringst? Ja, ich habe so ein paar Kisten in meinem Schrank liegen und dachte mir, irgendwann, wir müssen doch auch mal das Zeug rauchen. Das ist dafür da, das ist der Zweck, den soll das Ding erfüllen.
nicht irgendwo rumliegen. Das stimmt. Ja, habe ich auch mal gehört. Ja, ich dachte mir nach. Obwohl, wir hatten nicht nur schlechte Kubaner hier. Nein, nee, eigentlich fast nur gute, oder? Für, also für die, die wir hier gekauft haben, haben wir extrem haben. Viel gute gehabt. Ja. Okay, mal so eine schöne große. Ja, die ist wirklich schön groß. Ja, tun sich ja die Kubaner gerade schwer mit, gell? Mhm. Großformatigen Zigarren. Kleine gibt's. Ein paar zumindest, große, sehr, sehr schwer. Ist auch echt ein optimales Ringmaß, finde ich. 54 liegt super in der Hand, gell? Ja. Dieser Upman Magnum 54 ist auch einfach ein super Format, gell? Ja. Liegt super in der Hand. Nicht so groß, nicht so klein. Perfekt. Ja, La Gloria ist so ein bisschen untergegangen, gell? Ich glaube, die haben überhaupt nur noch eine Linie, die die regulär rausbringen. Die gibt es auch gerade nicht. Ansonsten ist die so gut wie verschwunden. Ja. Ist es auch eine der alten Marken oder eher neuer? Das weiß ich gar nicht auswendig. Muss ich ehrlich zugeben. 1855 ins Leben gerufen. Also eine ganz alte. Okay. Hat eine schöne junge Dame auf der Banderole. Mhm. Mehr kann ich allerdings nicht viel erkennen. Aber auf alt getrimmt halt die Tür. Ja. Ja, was ich ganz interessant finde, ist ja eigentlich, sag ich mir schon mal, ich habe vor ein paar Jahren schon mal ein Exclusivo Fifth Avenue. Ansonsten aber bei den ganzen Regional Editions steht eigentlich immer das Land drauf, gell? Oder zumindest irgendwie die Region. Mhm. Warum wir dann hier Exclusivo Fifth Avenue drin haben oder und nicht das Land, das erschließt sich mir nicht ganz. Ja, die werden sie halt hier in Schweiz, Deutschland, was ist noch? Fifth Avenue? Ja, Fifth Avenue ist nicht in der Schweiz. Ach nee, nicht. Österreich. Österreich, 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 genau. Ja, Deutschland, Österreich, Polen. Das meinst du, dass es vielleicht eine Zigarre ist, die es in allen drei Ländern gab? Genau, hätte ich jetzt mal so getippt, ja. Ja. Aber benannt ist er mit Alemannia. Nee. Also, oder? Nein. Oh. Guck doch mal drauf, Mann. Ja, warte mal, nein, aber wenn du mal guckst und die. Du ja, auf die der Zigarre, Banderole, ja, aber sie schimpft sich. Okay. Ja. Ich nehme alles zu. Sag's, Olli. Edition Regional Glorias. Fifth Avenue. Okay, dann gibt's die wahrscheinlich in allen drei Ländern. Ich nehme meinen Einwand zurück. Okay, akzeptiert. Startet sehr gut. Abbrand ist super, Zug ist super. Ja. Kann man nicht meckern, wie es mit deiner Bitterkeit. Ist immer noch ein bisschen da. Ja. Ja. Und Zug? Auch nicht so wirklich optimal. Auch die Rauchentwicklung nicht so wirklich optimal. Also ich muss sagen, hier macht ganz guten Rauch. Ja. Und es gibt es ja auch noch ganz offiziell zu kaufen. Was? Ist zwar limitiert bei Cigarworld auf 2 Stück. Die gibt es noch zu kaufen. Ist momentan nicht verfügbar. Ja. Mann, ich habe irgendwie heute... Falsche Infos hier. Aber ey, Fake News. Fake News. Lügenpresse. Ja, angelehnt an die Wahl am Dienstag, am Mittwoch. Ja, muss man schon mal drauf vorbereiten. Ja. Aber ein schönes Kistchen ist das, in der die kommen, ne? Ja. Ja. So ein Glanz lackiert, ja. Aber auch eine einfache Holzkiste, ja. Ja. Macht schon ein bisschen mehr her als diese ganz einfachen. Ja. Ja, damit geben die sich nie besonders viel Mühe, gell? Muss man sagen, mit ihren Kisten. Dafür aber mit ihren Special Humidoren. Ja. Das muss man ja auch mal sagen. Also. Na, die man nicht bezahlen kann. Ja, gut. Ja. Da gibt es ja so eine. Der Andi hat jetzt übrigens gerade hier einen gekauft oder kauft einen. Von Davidoff, so eine Special Edition Humidor. Für, darf man sagen, Andi, was du zahlst? Ja, darfst du sagen. 14.000 Euro kostet er. Sind 50 Zigarren drin, die dazugehören. Also kriegt man als Beilage. Also, ne, also es muss, ne, also da lohnt es geht eigentlich nur für den Humidor aus. Die Zigarren sind geschenkt. Die Zigarren sind geschenkt. Das ist doch mal ein super Angebot. Und gibt nur 8 Stück davon auf der Welt. Also da hat er Andi ein Schnäppchen geschlagen. Oh Mann, ey. Worauf du eigentlich hinaus willst, ja. Glaube ich, ist, dass, obwohl dieser Humidor von Davidoff 14.000 Euro kostet, relativ einfach aussieht. Mhm. Im Gegensatz zu den ganzen kubanischen Humidoren, die ich dann schon mal sehr viel Mühe gebe mit Schublädchen und sowas. Das wolltest du doch bestimmt eher sagen, oder? Der steht sogar schon in der Lounge auch seit gestern. Ja. Ich konnte ihn noch nicht sehen, der war noch verpackt, weil er doch ein bisschen größer ist und da irgendwie man nicht so genau weiß, wo man den präsentieren soll. Okay. Und den Humidor darfst du nicht stellen, weil, also in den großen begehbaren Humidor darfst du den kleinen Humidor nicht stellen,
weil sich sonst eben eventuell irgendwas ablösen würde von der Verzierung, die da drauf ist. Hä? Warum? Wegen der Luftfeuchtigkeit. Wegen der Luftfeuchtigkeit. Das heißt, du darfst ihn in Florida wahrscheinlich nicht genau kaufen, weil er würde kaputt gehen. Genau, muss in klimatisiertes Zimmer gehen. Oh Mann. Oh. Also da lohnen sich die 14.000. Ja, super. Ja. Witz. Das ist eine super Investition. Ja. Ja. Aber wir hatten ja vor ein paar Jahren, gab es ja auch der von Cohiba zum 50. hatten ja diesen einen Leasing-Midor, der da 250.000 Euro gekostet hat. Er gibt schon ein paar Auswüchse. Hast du den eigentlich noch oder hast du ihn weiterverkauft? Ich habe den weiterverkauft. Was meinst du? Ja. Verschenkt. Ich habe gedacht, wenn ich schon zwei Stück davon habe, einer reicht ja. Haha. Ja. Ja, gibt schon coole Sachen. Würde mich mal interessieren, wer die Dinger kauft, ey. Was die für eine Sammlung bestimmt haben. Fragst du mal Michael Jordan, der hat bestimmt einen in seinem. Stimmt, der. Der Kerl, der hier dieses Kuba-Buch geschrieben hat, vielleicht. Ja. Na, ich denke mir halt, wenn du halt wirklich so einen Humidor kaufst, gell, der schon Schrankgröße hat und der ist halt nicht nur einfach ein Schrankhumidor ist, sondern auch irgendwie künstlich was hermachst, dann musst du halt einfach auch den gestinkten Platz dafür haben. Ja, bringt dir auch nichts, wenn du den dann irgendwo hinballerst, dann musst du eigentlich schon so deinen großen, begehbaren Humidor irgendwie haben, wo man den irgendwie dann geil platzieren kann. Weil stell dir vor, dann sparst du dir das Geld für das Ding zusammen und ballerst es bei dir ins Esszimmer oder so. Genau. Ist einfach scheiße. Das stimmt. Ja. Da brauchst du schon eine geile Lounge und Umgebung. Ja. Voll. Ja, ist vielleicht aber auch ähnlich wie mit Kunst, gell? Denke ich auch gerade dran. Wenn du irgendwo gehst in irgendeine Galerie und da sind geile Bilder, die haben extra Beleuchtung und so weiter, sieht es dann geil aus. Da musst du einfach selber schon irgendwie so ein riesen Anwesen haben, damit du dir so ein krasses Ding dahin hängen kannst. Ja. Oder du weißt mit deinem Geld nichts anzufangen. Ja, gut. Aber ich glaube, wenn du zu der Fraktion gehörst, die mit seinem Geld nichts anfangen kann, wirst du ohnehin ein so großes Haus haben, damit du die Scheiße auch hinstellen kannst. Ja. Was haben wir sonst an Kubanern geraucht, die Tage? Ich habe mir wieder mal so ein Kistchen von den Romeo und Julieta White Churchill geholt. Okay. Weil die waren ja letztes Mal echt erstaunlich gut, habe ich mir gedacht, bevor die ganz weg sind, nochmal zuschlagen. Ich habe eine kleine Punch geraucht. Weiß gar nicht, wie sie heißt. Nicht die Punch, sondern die kleinere. 48? Kann sein, ja. Okay. Das habe ich schon mal als Kuba. So Mini-Robusto-Format oder was? Ja, so, genau. Okay. Trinidad habe ich geraucht. Letzte Zeit ein paar Stück. Stimmt, habe ich auch gehabt. Und die Magnum 54. Hatte ich mal eine vor der Woche. Ja. Oh ja, gibt schon ein paar leckere Kubaner. Ja. Nein. Nein, stimmt gar nicht. Nein, da muss ich entschieden widersprechen. Nee. Ich habe das Gefühl, es läuft langsam ein bisschen besser, gell? Kannst du was zu Fifth Avenue sagen? Zu den Hauptlieferanten? Ja. Nichts Gutes. Nichts Gutes. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß gar nicht, was man zu denen großartig sagen könnte, gell? So ein Importeur, ne? Ist halt der Exklusivimporteur für, wie wir es gerade hatten, Deutschland, Österreich und Polen. Wobei ich mich wirklich gerade frage, ob in Polen überhaupt irgendjemand Zigarre raucht. Wo? In Polen? Klar, ja, ja. Ja? Wie so eine große Klientel. Also die Male, wo ich da war, in Krakau, ist mir das nicht großartig irgendwie jetzt aufgefallen, dass da eine Szene gäbe. Ja gut, ob es eine Szene gibt, weiß ich auch nicht, aber ich kenne polnische Bürger, die rauchen, ja. Ja? Die leben in Deutschland? Nee, die leben in Polen. Okay. Die leben in Polen. Gab übrigens von dem Ding hier, schätzt mal, wie viele Kistchen es gab. 6.000. Ah ja, du weißt es. Warte mal, lass mich mal schätzen, warte mal. 6.000? Ja, knapp, genau. 6.000 Kisten, ja. Und die wurden tatsächlich Deutschland, Polen, Österreich verkauft. Deswegen heißt es auch Fifth Avenue, ja. Haben wir richtig geraten. Also 6.000 Kisten für die Limitada ist schon ganz schön viel. Ja, das ist fast Standard bei denen. Okay. Ja. Also gerade bei diesen Regionals. Wobei jetzt natürlich für so eine Fifth Avenue Geschichte, also weil es ja tatsächlich auch... Nur drei Länder. Ja, gut. Wird Deutschland bestimmt 4 bekommen haben oder sowas? 4 Kisten? 4.000? Ja. Deutschland hat 4 Kisten genau bekommen. Hast du auch eine gekauft damals, Andi? Ja, ich habe sogar noch hier im Humidor liegen. Hast du noch nicht angegriffen? Nee. Olli?
Du hast noch was wegen Format rausgefunden, gell? Ja. Erzähl mal. Und zwar ist ein seltenes und aufwendiges Figurado-Format das größte, was es so gibt. Okay. Mit ihren knapp 18 cm Länge und 54 Ringmaß. Nennt sich Rodolfo-Format. Oh. Rodolfo? So eine besonders große Pyramide. Okay. Ja. Rudolph the Red Rose Reindeer. Ja, Shay, immer wieder neue Namen. Ja, Rodolfo. Nee, nicht Ru, sondern Ro. Rodolfo. Rodolfo. Okay. Rodolfo. Ja. Bestimmt benannt nach dem Typ, der dich zuerst gerollt hat. Genau. Der alte Rodolfo. Genau. Ja, aber meine, muss ich sagen, entwickelt sich echt gut. Mhm. Meine gar nicht. Nee? Nee. Scheiße. Schmeckt, schade. Schmeckt nicht wirklich. Wenig Geschmack, wenig Rauch. Okay. Zieht nicht gut. Es spiegelt aber wieder, spiegelt so ein bisschen die, das allgemeine Feedback zu der TKG wieder, oder, Olli? Ja, also was ich so gelesen habe, es gibt ein paar, die sind super zufrieden mit super Zug, super Geschmack und Verarbeitung, Qualität, alles, all ja. das. Dann hast du wiederum auch ein paar, die schimpfen, die mehrere probiert haben aus einer Kiste und sagen, okay, kein Zug, Schiefbrand, schmeckt ja. nicht, wie auch immer. Also es ist wirklich so zwiegespalten. Das heißt, wenn du eine Kiste hast, hast du wahrscheinlich 5 gute und 5 schlechte. Ja. Im schlimmsten Falle, bei 19 Euro, naja, Kubaner halt, ne? Wie man so früher geschimpft ja. hat. Ja. Früher, gestern. genau. Ich glaube, in letzter Zeit es gut hatten. Ja, ja, das stimmt. Wieder mal stetig haben. Das stimmt, ja. Ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht leider gerade. Ich habe mich total auf die gefreut. Ja. Da musst du einfach noch mal einen rauchen. Musst du noch mal einen rauchen, genau. Andi hat ja noch eine Kiste hier. Ich genau, auch noch. Genau. Ja. Ja, es macht schon immer wieder Spaß, finde ich, trotzdem so Zigarren zu rauchen, die halt auch ein paar Jahre alt sind, ja. die Exklusiv-Edition waren und so, das hat halt irgendwie was. Ne? Das ist echt Überraschungseffekt. Ja. Und dieses Besondere und so und du weißt, ey, die gibt es eigentlich nicht mehr und jetzt rauchst du die mal wieder und das hat schon was. Ich finde es halt immer traurig, gell? Weil wenn man dann mal so eine Zigarre gefunden hat, die richtig geil ja. ist, wenn es dann auch eine limitierte ist, und du dann, du fängst an, sie zu rauchen und du weißt automatisch, okay, ich habe jetzt hier 10 Stück oder wie viel auch immer und wenn ich die fertig habe, dann war es das. Dann war es das halt einfach, gell? Das macht es natürlich auch viel, besonders. Ja, außer mit viel Glück, er kriegt vielleicht noch mal irgendwo ja. eine, aber so, das ist halt immer, ich finde das sehr traurig. Mhm. Ja, aber ist natürlich, wie der Olli gesagt hat am Ende, sind sie dafür da, um geraucht zu werden. Ja. Irgendwie. Wobei manche werden ja halt auch wirklich, wenn du die ein paar Jahre liegen lässt, halt einfach richtig geil. Ja, aber viele, also es ist ja nicht so, das kann man ja nicht so verallgemeinern irgendwie, ne? Nee. Manche werden auch schlecht mit der Zeit. Oder im schlechter. Besten Falle belanglos. Genau. Irgendwie. Ja. Das hatten wir letztens mit dieser einen Davidoff gehabt. Da haben wir eine alte Year of the Sheep geraucht, also Jahr des Schafes Edition, die 2016 oder 2017 rausgekommen ist. Und das, ich weiß noch, das war damals mein absoluter Favorit. Mhm. Ja, ich fand das die beste Jahrgangszigarre, die Davidoff je gemacht hat. Und ein Kollege aus der Lounge hat noch eine Kiste gehabt, hat die verteilt und die war echt, die ist richtig flach geworden. Mhm. Ja, die hat richtig an Intensität und Geschmack verloren. Man konnte noch so ein bisschen erahnen, was da mal war, aber die ist echt total flach geworden. Ja, echt schade. Ja. Ja, gerade bei Davidoff ist es, glaube ich, eher typischer sogar, oder? Weil die ja sowieso eher milder sind. Mhm. Und man sagt ja eigentlich eher so ein bisschen, die stärkeren, kräftigeren Zigarren lagern sich besser, ne? Ja. Also werden besser mit der Zeit. Weil die auch irgendwas verlieren oder milder werden. Wenn du natürlich so eine ganz milde hast, dann wird es natürlich schwer nach ein paar Jahren. Ja. Aber trotzdem so eine schöne kubanische Davidoff nochmal irgendwo herkriegen. Mhm. Ja, wir haben was. Ja. Halt absurder Preis, gell? Mhm. Aber das hast du auch mit ganz alten Kubanen. Das ist ja auch preislich komplett lächerlich. Aber da haben wir auch schon folgend drüber gemacht, was man bereit ist für Zigarren zu bezahlen oder eben nicht. Ja. Keine Ahnung. Ab einem gewissen Preis, denke ich, lohnt sich nur noch, wenn man irgendwie Sammler ist und sagt, okay, ich habe wirklich einfach Spaß daran, die zu haben irgendwie, weil vom reinen Rauchvergnügen her ist natürlich irgendwann der Ofen aus, ja. preislich. Ja, und du weißt ja auch nicht, ne? Also kaufst du dir eine Stück vielleicht für 100 Euro oder so. Ja. Und dann weißt du ja auch nicht, schmecken die noch, schmecken die nicht. Ja. Sind die gut gelagert worden, sind sie es nicht? Ja, gerade halt bei so alten Dingen. Ja. Ja. Weil die wurden ja nicht immer bei einem Typ in einem Humidor gelagert, genau. sondern die sind dahin geschickt worden und dann haben die da rumgelegen und so weiter. Das ist halt schwierig. Mhm.
Das ist halt ein Glücksspiel da, ne? Ich gucke so immer ein bisschen wehmütig, also auf meinen Humidor, wenn ich da so ein paar Kisten habe, die schon länger drin liegen, so wie jetzt die. Sag, ja komm, nimmst du jetzt mal, weil wie gesagt, die sind zum Rauchen da. Ja. Hebst du dir nur für einen guten Moment auf oder irgendwas? Ich meine, so viele gute Momente, dass es eine Zigarre wert ist. Hat man die? Was? Ja, was sind denn gute Momente? Die Geburt eines Kindes, der 50. Geburtstag. Ja. Weißt du, so, ja, du kannst auch noch Weihnachten, Silvester zunehmen. Oder einen Sonntagnachmittag. Ja, oder? Genau. Schönes Wetter draußen. Genau. Käsekuchen. Lass uns diesen Käsekuchen zelebrieren. Ja. Also machen wir mit einer guten Zigarre einfach jeden Tag zu einem besonderen Tag. Genau, so rum geht's auch. Boah, das ist aber richtig philosophisch, Olli. Ja. Ja, manchmal kommt sowas auch bei mir. Die Zigarre, ja, aber schon ist das so, gell? Eine Zigarre verbessert den Tag. Ja, definitiv. Eine gute Zigarre. Eine gute Zigarre und umso mehr Zigarren man hat am Tag, umso besser wird der Tag. Das stimmt wohl. Bis einem schlecht ist. Dann wird er nicht mehr so gut. Aber ich muss jetzt sagen, so entwicklungstechnisch, also was den Geschmack angeht, passiert nicht so viel. Nee. Olli, was hast du? Also ich habe einen Geschmack, der noch dazugekommen ist. Ich kann aber noch nicht definieren. Einen guten oder einen schlechten? Es macht sie nicht schlechter. Das muss ich sagen. Aber also ich finde, sie hat sich verändert zu den ersten Zügen. Definitiv. Okay. Sie ist anders geworden. Ich bin jetzt bei der Mitte etwa. Ja. Brennt auch relativ schnell runter, gell? Mhm. Muss ich sagen. Dafür, dass es so ein langer Stängel war, geht es rucki zucki. Ja. Ne, ich finde, man hat am Anfang diese Erde und Leder gehabt. Das habe ich auch immer noch. Das ist das Typische, das ist die ganze Zeit da. Die Süße, die ich am Anfang hatte, die ist ein bisschen schwächer geworden, ist auch noch da. Und generell habe ich so das Gefühl, die ist ein bisschen kräftiger geworden. Ja. Also kräftig ein bisschen auf der Zunge, aber ganz minimal. Das hat zum Anfang nicht, das ist richtig, ja. Aber ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass die ein paar Jahre gelegen hat. Die wirkt so ein bisschen, wie sagt man, abgerundet. Ja. Also die hat gar keine Ecken und Kanten mehr. Mhm. Weißt du? Das kann, manchmal raus ja so und sie sagen, oh man, da ist jetzt aber viel Pfeffer drin oder da ist aber irgendwas sehr dominant irgendwie. Das ist bei der gar nicht, die ist einfach so abgerundet. Ja, da geht so vieles ineinander über. Was ich rausschmecke, so ein Kaffee vielleicht, das könnte ich sagen. Mhm. Dass es ein bisschen Kaffeegeschmack hat. Ja. Espresso Ristretto. Ja, ich hätte jetzt auch Espresso Ristretto gesagt. Ja. Ja, genau der. Genau der. Der vom Wacker. Oder von Illy. Oder von Illy. Genau, nee, der von Illy. Ja. Ja. Na ja, gut. Aber es ist trotzdem wert, einen schönen Smoke draus zu machen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber dann... Ich habe nichts mehr zu der Zigarre zu sagen. Was würden wir ihr geben? Unsere Skala von 1 bis 10. Tja. Michael schaltet eigentlich aus, weil seine nicht funktioniert hat. Ja, also sie wird jetzt auch ein bisschen besser, gerade bei mir. Okay. Und, ich meine, ich kann es nicht so ganz objektiv betrachten. Also, oder ich weiß natürlich, dass es eigentlich bestimmt eine gute Zigarre ist. So, ja. Das färbt natürlich jetzt auch ein bisschen meine Meinung. Ich würde ihr mal eine 6 geben. Ich würde ihr eine 7 geben. Ich würde eine 7,5. Weil ich doch sehr überrascht bin, wie gut sie zieht. Sich rauchen lässt und doch 7,5. 7,5? Ja. Cool. Also sind wir uns ja fast einig. Fast. Naja, schön. Haben wir einen kurzen, schnellen Smoke gehabt? Ja, wir sind so schnell, weil das Essen gleich da ist. Genau. Und ich muss die Schminke loswerden. Musste. Oh ja. Ja. Die fuckt mich schon ab. Echt? Merkst du das? Ja, ich merke das. Meine Nase juckt als. Ah, okay. Ich will als, man muss schon so von innen kann ich nur in die Nase. Okay, ich verstehe. Olli, wie machst du das? Ich laufe fast den ganzen Tag so rum. Ey. Das ist reine Selbstbeherrschung. Hm. Wow. Meditation. Okay. Ja okay. Gut, dann habe ich schon ein bisschen Nachholbedarf. okay, trotzdem, trotz Schminke und Nasenjucken, danke fürs Zuhören. Nächste Woche gleiche Welle. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.